Werde der Back Pain halt. Naja, was soll man auch sonst mit Rückenschmerzen machen? Nix. Rest is best. Und nach dem Spiel ist Inside best. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge nach dem Jubiläumsspiel gegen Augsburg. Wir mussten gestern schon ganz schön oft aufspringen und jubeln. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Rücken. Naja, aber zum Glück haben wir da die Werder TV Inside, Hausmittel gegen Rückenschmerzen. Ein Hausmittel für Rückenschmerzen? Nö, ich habe selten Rückenschmerzen. Yeah, we try to do all the things that we think they may work. Warum mich nicht, sonst würde ich es machen. Ich habe auch Rückenschmerzen. Versuchen vom Physio einrenken zu lassen. Badewanne legen. Ja, das wäre eine Variante. Vielleicht ein bisschen mehr stretchen oder so. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. Und wenn das alles doch nicht hilft, dann macht's so einfach wie Milot. Work to do now. This is Rashica. He's through on goal for Werder Bremen. Rashica! It's the perfect start for Werder Bremen. Rashica sets off at pace. He's got the beating of Rhys Oxford. It's sensational from Milot Rashica. His second goal of the game. Ein klasse Spiel von unserer Rakete. Wenn er immer so spielt, kann er immer Rückenschmerzen haben. Man stelle sich mal vor, er hätte keine gehabt. Ja, oder vielleicht ist er besser mit. Das lag nicht an den Rückenschmerzen, dass er so geschossen hat. Ich hoffe, nächste Woche ist er wieder komplett fit und dann, glaube ich, werden wir noch sehr viel Freude an dem Jungen haben. Sehr guter Spieler, guter Typ. Ja, eine sehr wichtig heute für uns. Ja, und wichtig war auch die Chancenverwertung. Endlich mal eine richtig gute Quote. Ich meine, in der ersten Halbzeit 4 Torschüsse, 3 Tore. Kann ja nicht stimmen. Theo hat einen Kopfball gehabt. Ich habe noch einen Schuss gehabt. Dann sind wir schon bei 5. Ja, wird immer schlechter die Bilanz, ne? Nein, ja. Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen gefehlt, die Effektivität. Und die war heute endlich mal da und nehmen wir gerne mit. Genauso wie die 3 Punkte nach diesem perfekten Abschluss unserer Jubiläumswoche. Was könnte besser sein? Nix. Ganz ehrlich, einfach ein überragendes Spiel mit überragender Leistung, überragender Stimmung und wie immer überragenden Werder-Fans. Super Choreo. Dann gehst du raus, hast diese wahnsinnige Choreo im Rücken und hast nochmal Gänsehaut. Aber wir wussten, wir können uns auf die Fans heute an so einem besonderen Tag, wie aber auch sonst, immer verlassen. Es ist immer was Besonderes, hier zu spielen. Die Atmosphäre ist immer besonders, Heimspiele hier austragen zu dürfen. Heute haben die Fans nochmal einen Zacken draufgepackt und deswegen sind wir froh, dass wir das dann auch mit 4 Toren zurück sein konnten, mit einem klaren Sieg. Und ich glaube, rundum gelungener Tag heute. Joa, bei so vielen starken Aktionen auf und neben dem Platz, da könnte man jetzt sagen, da war es bestimmt ganz schön schwierig, einen Typ der Woche zu finden. Aber ganz ehrlich, war es nicht. Denn in dieser Woche kann es nur einen geben. Und das ist natürlich unser grün-weißer Herzensverein, das Geburtstagskind der SV Werder Bremen. So muss das sein. Yeah, I think there is no better way than this. 120 Jahre, das ist unglaublich. Wir sind stolz, dass wir für Werder spielen dürfen. Ja, und das dürft ihr auch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04. Na, liebe Insider, wo habt ihr die Auslosung verfolgt? Wir ja hier im Stadion mit einem ganz besonderen Gast. Einer der entspanntesten Fußballer, die mir in der Bundesliga je begegnet sind, finde ich immer sehr, sehr angenehm. Matthias Langkamp, ich habe eben im Vorgespräch schon gesagt. Also zuerst einmal, ich bin der Sebastian und nicht der Matthias. Ja, natürlich. Ja. Und was sagst du jetzt zum Pokal los, Martin? Das Heimspiel wäre cool gewesen, aber mei, wir nehmen es, wie es ist. Was soll man da jetzt auch anderes machen? Nix. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber eins ist klar, wer ihn gewinnen will, muss gegen jeden gewinnen, egal wo. Wir sollen ja auch schon mal einen Pokal gewonnen haben, wo auch nur auswärts gespielt haben und vielleicht ist das ein gutes Omen. Eben, und im Zweifel haben wir ja noch immer unseren Pokalhelden Jiří Pavlenka. Wobei, der ja auch in der Bundesliga ganz schön abliefert. Für irgendwas kriegt Pavlas ja auch sein Geld, das macht er ganz gut. Und das ist jetzt der perfekte Moment, um mit Eisenbach Tresore auf den Januar zurückzuschauen und den Save des Monats zu suchen.
Schreibt euren Favoriten in die Kommentare, wir sind gespannt. Und jetzt kommt noch einer, der immer alles hält, die weißeste aller Westen. Hier kommt Uwe. Mega geile Woche, ja, boom. Montag, der Geburtstag von Werder Bremen, so geil, 120 Jahre. Was war denn am Dienstag? Ich kann mich nicht mehr an Dienstag. Mann, ey, Alter, ein geiles Spiel. Dienstag haben wir den Dortmundern mal gezeigt, wie man im DFB-Pokal Fußball spielen kann. Mittwoch habe ich das nämlich vorbereitet, was ich am Donnerstag machen musste, auf eine mega coolen Party. War ein Konzert. Ein mega cooles Geburtstagskonzert. Das eine Konzert. Und zwar nur dieses eine Konzert, aber ein mega cooles Konzert. Ich bin nicht abgestürzt. Nö, ich stand da so rum und dann kam der Sonntag. Ey, Hammer-Sonntag. Da hätte ich nie mit gerechnet, 4-0. Aber war ein mega cooles Spiel. Ich persönlich freue mich auf die nächsten 120 Jahre. Und wenn ihr sehen wollt, was bis dahin passiert, da drauf klicken. Daumen hoch. Hey, tschüss, Feierabend, Schluss. Ich muss nach Berlin.